willkommen zu einer wunderbaren neuen Ausgabe von Remastered. Wieder einmal Random CD-Key. Ich habe mir 10 verschiedene CD-Keys, Random CD-Keys im Internet besorgt, also gekauft selbstverständlich. Und ja, rausgekommen ist Russian Horror Story. Ja, es sieht erstmal ganz witzig aus. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ah, okay, kann man die Musik umstellen? Ja, ich starte da mal. Okay. Ja, man sieht schon so ein bisschen, in welche Richtung das Spiel geht. Diese Zeichen, okay, das ist Option. Ah, okay, hier kann man vorspulen und zurück scheinbar. Okay. Ja. Okay. Oh, sieht das schön aus. Das ist wahrscheinlich mein wunderbares Wohnzimmer. Okay, ich bin zurück in Mütterchen Russland. Okay, ja. Okay, ich unterrichte Studenten scheinbar. Okay, ja. Ich bin also ein Lehrer. Was? Okay, viel Text, wenig Handlung bis jetzt. Okay, Lenny war Cäsar. Hä? What the fuck? Was? Ich will Magier werden? Was? Okay. Meine Frau will scheinbar einziehen. Ich soll ihr Bescheid sagen oder sage ihr bald Bescheid, dass sie in meine schöne Wohnung mit einzieht. Okay, aber die Hotels sind scheinbar nicht das Wahre in Moskau. Okay. Ja, okay, jetzt rufe ich wohl meine Frau an oder meine Freundin, ich weiß es nicht genau. Um ihr zu sagen, dass sie endlich einziehen kann. What?
Ah, okay. Er hasst noch, er hasst das Fernsehen schauen noch mehr als Alkohol. Ja, okay, er ist ein wirklicher Fernsehkritiker. Okay. Okay. Ein sehr besorgter Mensch bin ich scheinbar. Oh ja, und die Menschheit scheint der Verblödung verfallen zu sein. Oh mein Gott. Was ist passiert? Oh mein Gott. Ivan, ich heiße also Ivan, okay. Ich muss jetzt ganz klar denken. Okay. Ah, okay, shit. WTF? Oh mein Gott. Hilfe. Oh mein Gott. Okay. Gott, es war nur der Fernseher. Okay. Okay, das Englisch ist auch wirklich erstklassig hier. Was ist Duel? Was ist das denn? Okay, auf zu den Nachbarn. Puh, okay, was erwartet mich wohl hinter der Tür? Mein Gott. Hilfe. Oh Gott, was ist da los? Gott. Okay. Oh Gott, dieses Englisch. Oh Gott. Ein armes Mütterchen, was ist los mit ihr? Wo sie doch relativ männlich aussieht irgendwie. Hilfe. What do you want? What do you want? Ich vielleicht dann doch eher sagen. Oh Gott. Ivanomov heiße ich also. Oh, okay. Meine Verwandten wohnen auch im Haus.
Oh, je, oh. Was ist das für eine Verkabelung, also? Was? Okay, irgendwie, ja. Verstehe ich noch nicht ganz, was das Ganze hier soll. Okay. Okay, ich habe Tee und Kekse, ich bin beruhigt. Und wieder bin ich in meinem Schlafzimmer. Okay, ich bin wieder bei der alten Dame. Ja, ich kann immer noch nicht schlafen. Warum auch immer dieses Ding hier oben Judas Hole heißt, also. Der Türspion. Okay, sie sagt, sie macht's leiser, dieses scheiß Fernseher, das mir die ganze Zeit schon auf den Sack geht. Ja, Déjà-vu ist das richtige Wort. Okay, der Fernseher ist immer noch schrecklich laut, scheinbar. Okay, ja, stimmt, die sind so nett, ich kann immer bei denen mithören, wenn die Fernseh gucken, die Nachbarn. Okay. Ja, meine Studenten wollen mich bald verlassen. Wenig Schlaf und ja, schlechte Tutorien scheinbar, die ich da abliefere. Okay. Okay. Yeah, jetzt haben sie den Fernseher noch lauter gemacht. Meine Telefonanrufe sind scheinbar erfolglos.
Okay, den Raum zu isolieren macht also auch keinen Sinn, weil es zu teuer ist. Okay. 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 Wunderbare Lösung, das ist toll, einfach Feuer mit Feuer bekämpfen. Also, es ist Wahnsinn hier. Okay, bis dann die Polizei irgendwann kommt. Ivano Gennadij Petrovic. Okay. Ganz ehrlich, wer hat das hier programmiert? Und warum? Was soll das? Es ist Wahnsinn. Im wahrsten Sinne. Okay. Also, ich bin echt entsetzt. Ja, es ist ja wirklich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, die Geschichte fesselt mich total. Die Bilder sind wunderschön gezeichnet. Ja, es ist großes Kino. Gott.
Okay. Er terrorisiert scheinbar auch die Eltern jetzt. Also der Nachbar, beziehungsweise der, ich glaube, der Sohn von dieser Oma, die die ganze Zeit so laut Fernsehen guckt. Oh Gott. Okay, ja, so langsam rege ich mich über alles auf. Okay, ich bin wieder im Wohnzimmer nach dem ewigen Monolog in der Küche. Alle sind gegen mich. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich gegen dieses Spiel sein soll. Es ist wirklich sehr verrückt, aber bis jetzt hat es mich absolut nicht gepackt. Ich werde deswegen auch erstmal hier den ganzen Kram beenden und ja. Wenn irgendjemand wirklich in den Kommentaren schreiben sollte, dass das Spiel weitergespielt werden soll, dann werde ich das eventuell machen, aber ansonsten war das die erste und letzte Episode. Naja, bis dann bei Remaster. Ciao.